Wenn man die Leistung sieht, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, natürlich das Ergebnis, vor allem die Art und Weise, es ist klar, dass es gibt wenige Gründe, etwas zu verändern. Die sind immer eine Option für die Startelf. Es ist immer abhängig von der Situation momentan, auch wenn die da die letzten zwei Wochen auch alle gut mitgemacht hat. Aber hat er immer wieder mal zwischendurch ein paar Rückschläge, die normal sind in seine Situation. Und Joshua hat der grüne Licht gestern bekommen. Ja, aber darf mich vergessen, er ist 3 Monate ausgefallen. Und dadurch, dass dieser lange Zeitausfall, kann man nicht heute auf morgen schnell kompensieren und auf 100% sein. Das ist auch klar. Deswegen glaube ich, das ist ganz normal, dass die wieder zur Verfügung stehen. Und da freuen wir uns, dass wir mehr Möglichkeit haben für das Spiel morgen. Ich habe ihm abgeschrieben für das Spiel. Also wie gesagt, er wird nicht dabei sein. Wir hatten schon unter der Woche darüber besprochen, dass es ein realistisches Ziel ist nächste Woche, dass er wieder dabei ist. Und momentan sieht gut aus. Er ist auf einem sehr guten Weg. Und wir gehen davon aus, dass er Mitte der nächsten Woche wieder bei der Mannschaft ansteigen kann. Ja, das stimmt. Die Bilanz ist wirklich überschaubar. Ich glaube, das ist genau der Ansatz. Ja, das muss uns motiviert sein. Das motiviert mich jetzt, dass wir die Ansätze, die wir schon gezeigt haben, 1 Stunde gegen Leverkusen, dann ein Freiburg-Spiel, da müssen wir aufbauen und die Fans ins Boot holen. Ich glaube, das muss unser Ziel sein, dass wir jetzt alle gemeinsam in die andere Richtung gehen wollen, das, was wir die letzten Heimspiele erlebt haben. Und das muss unsere Motivation natürlich. Wir sind auf dem Platz gefordert. Wir müssen vorlegen, dass die Fans auch darauf positiv reagieren. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, dass auch die Jungs, wenn die bei Aufwärmen kommen, dass die müssen schon spüren, dass wir alle in eine Richtung gehen wollen und wir freuen uns auf unsere Fans, wir brauchen unsere Fans und ich hoffe, dass wir das gemeinsam lösen können morgen. Nein, überhaupt nicht. Also die Entspannung ist genau das Gleiche. Also ich habe auf diese Titel überhaupt keine Aufmerksamkeit behalten. Ich habe mich auf meine Aufgabe konzentriert und das spielt keine Rolle. Die Intentionen bleiben gleich, das Spiel zu gewinnen zu wollen, die Mannschaft so gut wie möglich vorbereiten auf der Gegner, auf was wir umsetzen wollen und mit aller Elan und Energie in dieses Spiel reinzugehen. Ob man als Cheftrainer oder Interimtrainer, dann das spielt keine Rolle. Ja, hat man auch das gehört vor Freiburg-Spiel, also das sind Satz, ich sage nochmal, in der Bundesliga, das imponiert mich nicht. Ich weiß, was Bundesliga bedeutet, das ist höchste Niveau. Jede Mannschaft kann jede schlagen und es geht darum, dass man sich gut vorbereitet. Und natürlich, Schalke hat eine schlechte Start erwischt, aber dann haben die Kurve gekriegt. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt in einer Tabelleregion, dass die wieder auf sichere Terrain sind. Sind die auch nicht. Und deswegen, der Druck ist genauso hoch bei denen als bei uns. Und das ist eine neue Chance. Und das wollen wir für uns nützen. Ja, die haben umgestellt im 3-5-2. Die haben eine gewisse Stabilität gewonnen, aber trotzdem viel zugelassen, wenn ich das Spiel gegen Mainz auch erinnere, wo Mainz wirklich klare 100%ige Torchance hatte, nicht genützt. Und dass die mit viel Wucht über außen kommen, viele Spielverlagerungen haben die in ihre Spielzüge. Und über die halbe Position wollen die kommen mit Goretzka und Bentaleb. Also das ist der Plan, den wir gesehen haben, was die Stärke von Schalke ist, aber die haben auch Problemezonen und das ist unsere Aufgabe, morgen in diese Problemezonen rein zu stechen und diese Mannschaft auch Probleme bereiten. So wie wir das bei den anderen Spielern auch gehalten haben, wir werden ihm Blumen überreichen, es wird ein kleines Geschenk geben und natürlich freuen wir uns, ich freue mich besonders, weil jeder weiß, wie lange sich unsere Wege nicht nur gekreuzt haben, sondern wir die Wege gemeinsam gegangen sind. Und von daher ist es schön, dass man sich wieder sieht. Leider sieht man sich wieder in unterschiedlichen Trikots. Das ist nicht so schön. Wenn man gewinnt, hat man recht. Das ist meistens so. Und dann überwiegen natürlich auch die positiven Dinge. Aber
Ich glaube, aber man gewinnt nicht zufällig, sondern es müssen ein paar Dinge verändert werden. Und ich glaube, das, was die Mannschaft umgesetzt hat und was ja auch, ich glaube, das kann ich auch so sagen, was ja Schwerpunkt war, war einfach die Dinge klarer zu bestimmen. Was ist unser Spiel? Was wollen wir umsetzen? Was bringt uns zum Erfolg? Und ich glaube, das haben wir nur, zu Beginn der Saison haben wir das nur ansatzweise immer umsetzen können. Wir haben es auch in den ersten Spielen nach dem Trainerwechsel, haben wir das auch nur ansatzweise oder teilweise umsetzen können. Und ich glaube, dass das Spiel in Freiburg war zum ersten Mal, dass wir das wirklich über fast 90 Minuten hinbekommen haben. So, und das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Das sieht einfach aus, ist aber schwer. Das ist, hinterher sagt man, man hat einfach gespielt, aber diese einfache Zielstrebigkeit, Einfachheit in seinem Spiel zu haben, klar zu agieren, das macht es aus. Eben seine Aufgabe, jeder einzelne Spieler seine Aufgabe, dass er seine Aufgabe erfüllt, dass er im Verbund mit den anderen Spielern seine Aufgabe erfüllt, das hört sich einfach an, ist aber in der Ausführung dann schwer, aber das haben wir gemacht. Und wenn wir das machen, das war in der Vergangenheit auch schon so, dann kommt dann auch die individuelle Stärke der einzelnen Spieler zum Tragen. So, und das war dann hinterher auch zu sehen, dass man dann nicht nur zielstrebig einfach gespielt hat, sondern dass man hinterher dann auch plötzlich direkt kombiniert hat und dass man plötzlich eine andere Mannschaft gesehen hat, die dann natürlich eine größere Sicherheit bekommen hat, wenn man dann 2-0 führt. Das sind dann die Effekte, die dann greifen. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt öffentlich zu sagen, wir wollen die Anzahl von Punkten haben. Das ist, um das dann vielleicht recht schnell wieder, vielleicht um festzustellen, dass das Ziel viel zu niedrig angesetzt war, im Idealfall. Einen anderen Fall könnte es auch geben. Nein, wir müssen jetzt nicht über, ich gehe es mal von der anderen Seite an, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, ob wir eine reelle Chance haben, uns noch für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist jetzt, das müssen wir erstmal aufschieben. Es geht jetzt erstmal darum, sich unten dort in eine andere Position zu bringen, dort aus diesen unteren Regionen rauszukommen und das heißt eben Punkte einzusammeln und das eben Spiel für Spiel im Heimspiel, dann wieder im Auswärtsspiel und jetzt ohne schon ganz weit nach vorne zu schauen, wie viel es denn dann nach dem 16. Spieltag, weil in diesem Jahr haben wir dann nur den 16. Spieltag, wie viel das dann sein sollen, so viel wie möglich. Ja. Wir auch. Ja. Nein, also diese Gedanken habe ich jetzt. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist vielleicht, wäre es ein günstiger Moment, um jetzt gegen den HSV zu spielen, könnte man sagen, aber kann auch ein ungünstiger Moment sein. Nein, das ist. Wir haben das so entschieden. Ist eine außergewöhnliche Entscheidung gewesen, eben das mal so nochmal nicht abzuschließen, so eine Hinrunde, aber die Terminzwänge haben das einfach so gewollt. Und ja, jetzt müssen wir nicht. Das müssen wir nicht nach dem Heiner so besuchen, sondern das ist so und damit müssen wir uns einfach abfinden, dass es so ist. Und ich denke, dass wir, egal wie die nächsten Wochen auch verlaufen, dass wir dann zum 17. Spieltag, dass wir da auch in einer sehr guten Verfassung sind. Wir haben ja auch die Zeit, die Gelegenheit, diese Zeit zu nutzen. Klar, sicher, das ist. Wir sehen es ja schon daran, dass wir es thematisieren und das, je mehr man das thematisiert, deswegen dann kann man sich damit beschäftigen, warum ist das der Fall. Insgesamt ist es, die Punkte sind natürlich im Auswärtsspiel genauso wichtig wie in einem Heimspiel, aber es stimmt schon, dass wir für die allgemeine Situation rund um den Club sind natürlich diese Erlebnisse im eigenen Stadion von Bedeutung. So, und deswegen ist das, was der Trainer auch schon gerade eben gesagt hat, wir brauchen unbedingt, und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, wir brauchen unbedingt, und das haben wir in der Vergangenheit auch gebraucht, als wir erfolgreich waren, wir brauchen unbedingt diese Unterstützung der Zuschauer. Wir brauchen, und das heißt nicht, dass man alles gut finden muss und dass man alles, ich sage jetzt mal, unterstützt, aber man muss eben diese Grundeinstellung haben, ja, wir wollen dieser Mannschaft, wir vertrauen dieser Mannschaft, wir glauben ihnen, dass sie die Dinge verbessern wollen, dass sie alles geben wollen. So, und wenn wir diese Unterstützung haben, dann steigen unsere Chancen erheblich, eben auch jetzt endlich dieses Heimspiel zu gewinnen. Und wenn wir es gewonnen haben, muss es in den nächsten Wochen in diesen Heimspielen weitergehen. Weil das ist ein Fund, mit dem sehr viele Mannschaften eben
dann wuchern können. Das ist, dass sie einfach diese Unterstützung in ihren Heimspielen haben. Und das war in der Vergangenheit bei uns auch so. Und das brauchen wir auch jetzt ganz dringend und auch in Zukunft. Genau. Also dass die Lage sich beruhigt, dass wir mit können zurückgreifen auf Irina. Und Robin auch. Wie gesagt, Joshua ist auch wieder bei uns, steht wieder zur Verfügung. Die Lage hat sich wirklich deutlich, deutlich entspannter als vor ein paar Wochen noch. Da haben wir noch zwei Spieler, die angeschlagen mit Julian und Janis Horn. Aber Mitte nächste Woche sollte wieder fast alle Spieler wieder dabei sein. Und auch positiv, dass Sebastian Jung auch jetzt diese Woche bei dem Mannschaftstraining wieder dabei ist, wieder mitmischt. Und das ist auch für ihn, für uns ein gutes Gefühl. Es sollte auch ihm für die Zukunft Kraft geben, so schnell wie es geht, in sein altes Niveau zurückzukommen. Aber das tut schon gut, wenn man sieht, dass das 23, 24 Vierfeldespieler beim Training sind. Und da hat man viel, viel mehr Möglichkeit, auch in unserer Trainingsgestaltung was mit der Mannschaft zu machen. Und das freut uns jetzt, dass wir endlich im Training diese Spannung aufgebaut haben. Ja, aber das ist der normale Problem, die ein Trainer haben muss. Das ist ein normaler Verlauf, normaler Stress, den man haben muss. Ja, und diese Stress nehme ich gern. Ja, das heißt, dass die alle dabei sind, dass alle wollen, alle im Kader sein, in Startelf sein. Aber dafür muss die Leistung stimmen im Training dann. Ja, und dann ergibt sich natürlich ganz andere Voraussetzungen für die Spieler unter der Woche. Und das ist, was wir wollen. Und wie sollte in diese Richtung gehen, meine Entscheidung so schwer wie möglich zu machen.